So, Fabian, heute Abschlusstraining. Übermorgen geht's los gegen Unterföhring. Wie ist die Mannschaft beieinander? Haben wir Verletzte? Sind alle an Bord? Ja, wir haben Langzeitverletzte mit Steinert und Heinzinger. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Super Trainingseinheiten diese Woche gehabt. Große Trainingsbeteiligung, wirklich alles positiv. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Wir haben eine super Vorbereitung gehabt, aber jetzt freuen wir uns endlich, dass es losgeht. Unterföhring wird ein richtig guter Gegner gleich zum Auftakt. Da werden wir gleich mal gefordert in allen Bereichen, aber ich habe großes Vertrauen in meine Jungs, dass sie wirklich wissen, auch um was es geht in dem Spiel, und ich sehe jetzt alles positiv. Jetzt haben wir natürlich einen großen Kader. Da jetzt 11 für die Startformation auszuwählen, wird nicht einfach werden. Du hast die Qual der Wahl. Du hast bestimmt schon was im Kopf. Ja, ich habe schon was im Kopf, aber da muss ich nochmal 2 Nächte habe ich noch Zeit, da schlafe ich nochmal drüber. Ist wirklich Qual der Wahl zum ersten Mal eigentlich so richtig. Da wird es Härtefälle geben im Kader, aber auch in der Startelf. Es kann jeden treffen, aber ich bin auch gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert, wie der Einzelne auch darauf reagiert. Ob er dann stinkig ist auch auf mich oder aufs Trainerteam, ob er den Kopf hängen lässt oder das Gegenteil sagt. Oder sagt, so, jetzt zeige ich dem rechten Trainer, dass ich in die Elf gehöre. Aber ich bin gespannt, ob wir da wirklich schon so reif sind als Mannschaft. Jetzt ist ja heute bekannt worden, dass wir auf Kunstrasen spielen. Wie stehst du dazu? Ja, ich sehe es ganz positiv, dass wir Kunstrasen spielen. Wir wollen Fußball spielen. Es geht auf Kunstrasen normal besser als auf so einem holprigen Rasen zu der Jahreszeit. Deshalb sehe ich das ganz positiv. Wir gehen dahin und wollen auf jeden Fall unser Spiel aufziehen. Wir wollen Fußball spielen auf Kunstrasen, den Ball flach halten, schnell laufen lassen, wenig Kontakt. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt. Gut, wir freuen uns auf das Spiel. Hoffen auf viel Unterstützung von den Fans. Viel Glück für euch. Danke, das hoffen wir natürlich auch. Danke, ciao.